So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Herr der Ringe online an diesem wunderschönen Morgen in Mittelerde. Und ich möchte einmal ganz kurz was machen. Mir ist aufgefallen, dass die Musik doch etwas laut ist. Wo ist denn hier die Musiklautstärke? Da. Die machen wir mal etwas, machen wir mal so. Sollte passen. Theoretisch, ansonsten Kampf mache ich auch mal ein ganz klein wenig runter. So, wobei das eigentlich noch geht. Okay. Anwenden und dann. Ja, wir haben wieder Geschenke erhalten. Das ist sehr schön. Und was ist es diesmal? Na, oh, ein großer Haufen Silberreste. Hey, das ist ja toll. Das passiert mir öfters mal. Was ist das denn für eine Quest? Okay. Ist nicht für Einzelspieler gedacht. Okay, dann lasse ich es mal. Hier die Quest Tat verliehen. Ja, ich habe schon wieder eine Tat entdeckt. Das ist ja auch sehr schön. Mir ist übrigens aufgefallen, dass es trotz. Ja, ich weiß auch nicht. Trotz eigentlich 30 FPS in der Aufnahme irgendwie. Ich weiß nicht, mir kommt das so vor, als würde es so ein bisschen ruckeln im Video. Ich kann mir nicht erklären, warum. Ich kann es auch nicht ganz genau beschreiben. Also, es sieht irgendwie aus, als würde irgendwas nicht so ganz stimmen. Abgesehen davon, dass der Mauszeiger immer so ein bisschen, naja, hin und her wackelt. Ich weiß nicht warum. Aber auch nur, wenn ich ihn bewege. Wenn ich ihn stillhalte, dann geht alles. Ich verstehe das nicht so ganz. Ja, ich wollte zurückkehren. Genau. Und zwar nach dort hinten. Ansonsten habe ich da noch eine Quest. Und dann noch da hinten, aber ich glaube, das lasse ich mal. Ich mache jetzt erstmal diese Quest hier weiter. Ich habe jetzt ein paar Sachen umgestellt in Dextry. Ich habe jetzt die Threads wieder auf 4 gestellt, in der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. War vorher auf 6, also die, ja, die Processing Threads, oder wie das da heißt. Also praktisch, in wie vielen Threads das Ganze ausgeführt wird. Ich hatte es auf 6 gestellt, weil es für mich so aussah, als würde es mit 4 nicht reichen, aber jetzt sehe ich gerade, ja, ich habe hier auch mit 4 Threads 30 FPS. Also daran liegt es wohl nicht. Ich weiß es nicht. Also, es kommt mir halt so vor, als würde es ein bisschen ruckeln, aber ich kann mich auch irren. Ich muss zugeben, dass ich keine Ahnung habe, woran es liegt. Dass es so aussieht. Vielleicht ist es ja auch wirklich so. Das kann natürlich sein. Also wenn von euch jemand eine Idee hat, was man da noch machen könnte, welche Optionen das verhindern könnte, vor allem auch das mit dem Mauszeiger, was ich überhaupt nicht verstehe. Hier, wenn ich den bewege, siehst du ja selber, ne? Eine gerade Bewegung und dann ruckelt er die ganze Zeit so, als würde ich den immer so bewegen. Mach ich aber nicht. Weißt du? So krank bin ich noch nicht, dass ich den Mauszeiger nicht mehr gerade bewegen kann. Also, naja. Wäre auch nicht so toll, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Ich weiß gar nicht, welche Krankheit das wäre. Ich glaube Parkinson, oder? Naja. Aber ich glaube, dann kannst du auch keine Maus mehr bedienen. Das möchte ich nicht haben, die Krankheit. Tja. Generell möchte ich eigentlich keine Krankheit haben, aber naja, ich werde wahrscheinlich auch nochmal irgendwann eine bekommen. Also im Moment geht's noch. Aber wer weiß, ne? Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja, ist jetzt auch das beste Thema fürs Let's Play. Ich weiß auch gar nicht, wie ich drauf komme. Keine Ahnung. Wegen des Mauszeigers, genau, ich erinnere mich. Ja. So, ja. Wieder diese wunderschöne Brücke. Also ich muss ja sagen, ne? Also die Zwerge, da musst du ja sagen, also. Ne, die haben eine prächtige Halle erbaut, aber für so eine Brücke hat es nicht mehr gereicht. Verstehe ich nicht. Kann mir ja mal jemand in den Kommentaren erklären, vielleicht weiß es ja jemand, wieso die Zwerge eine prächtige Halle dort oben bauen können, aber keine Brücke, sondern nur so einen Baumstamm. Ist ja lächerlich. Erinnert mich an so einen Film hier, an, ich glaube, das war Sieben Zwerge Männer allein im Wald oder der nachfolgende Teil. Ich weiß es gar nicht. Würde über so einen Baumstamm gehen. Könnte auch der Wald ist nicht genug gewesen sein. Ach, keine Ahnung. So schlecht waren die Filme aber gar nicht. Ich
glaube, ich weiß, warum es ruckelt. Es ruckelt auch so schon jetzt hier. Also auch schon außerhalb des Videos ruckelt es ein bisschen. Da. Da, doch, es ruckelt ein bisschen. Seltsam. Das erklärt natürlich, warum es in Dextree auch zu ruckeln scheint. Wenn es schon hier ruckelt. Also irgendwie scheinen die... Ich weiß nicht. Das ist so, als ob er... Als ob er sich ungleichmäßig bewegt. Ich kann es auch nicht genau erklären. Als ob er sich von Frame 1 zu Frame 2 zum Beispiel um 5 Meter bewegt und... Oder nicht 5 Meter, aber keine Ahnung, 10 Zentimeter und beim nächsten... Und von Frame 2 zu Frame 3 irgendwie 20 Zentimeter und dann wieder 10 und dann wieder 20. So in etwa kann man es beschreiben, das Ruckeln, aber ich weiß es auch nicht so genau. Hier läuft es wieder flüssig. Ich verstehe das nicht. Was ist denn das? Liegt das am Spiel oder liegt das an Dextree? Aber wenn es an Dextree liegen würde, dann würde ich es ja nur im Video haben, nicht hier im Spiel. Komisch. Ihr habt die Zutaten. Gut. Warte, welche Stimme hatte ich für den Zwerg? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Ah, ihr habt die Zutaten. Gut, ich werde gleich beginnen, das Gebräu zu fertigen. Ich werde das Gebräu sogleich herstellen, wenn ihr so lange warten wollt. Ich werde das Gebräu jetzt herstellen, wenn euch das Warten nicht stört, Tagador. Sagt mir, ob das in Ordnung ist. Annehmen. Es wird nur einen Moment dauern. Es wird ein paar Augenblicke dauern. Sucht euch einen gemütlichen Platz zum Warten. Geil, Alter, eine Quest, wo ich warten muss. Ein alter Zwerg, der schon lange lebt und viele Dinge gesehen hat, das Gebräu zubereitet, das unseren Gastgeber wieder zu Kräften bringen wird, entscheidet unsere Schar, welcher Schritt der nächste sein sollte. Alter, ist das geil, eine Quest, wo ich warten muss. Boah, sowas gab's noch nie, das ist voll innovativ. das Wasser kocht bereits und nun werde ich die Zutaten hinzufügen, die ihr gesammelt habt. Der Geruch wird recht beißend sein, also solltet ihr vielleicht mit dem Rest eurer Freunde reden, solange es kocht. Der Geruch ist eher unangenehm, obwohl ich finde, dass es einen etwas auffrischt, wenn man nicht ganz bei der Sache ist. Ja. Okay, es wird noch ein bisschen dauern, bis das fertig ist, hat er ja gesagt. Oder so ähnlich. Ella dann. So, hier, Hallöchen. Du sagst ja gar nichts, das ist ja auch sehr toll. Wieso sagen die in Instanzen denn nichts? Verstehe ich nicht. Seltsam. So viele Bücher, Tagador. Und kein einziges von ihnen wurde mitgenommen, als Nars Leute ihn zurückließen. Es ist mir ein Rätsel. Es ist klar, dass einst viele Zwerge an diesem Ort lebten. Doch wohin sie gingen und warum, ist ein Geheimnis. Ich schätze, dass selbst Frifgeiers Gebräu Nars Verstand nicht ausreichend auffrischen wird, damit er uns die Antworten geben könnte, nach denen wir suchen. Achso. Kann es sein, dass es ein bisschen laggt, oder kommt mir das nur so vor? Nö, kommt mir nur so vor. Zumindest steht hier 121 Millisekunden, also das ist noch im Rahmen. Wir sind weit von Evendim entfernt, Tagador. Ich frage mich, wie unsere Freunde in der Zwischenzeit wohl ohne uns zurechtkommen. Kallenglatt seufzt und sieht misstrauisch zu nah hinüber. Ich verstehe, warum wir diesen kurzen Ausflug in die Hügel gemacht haben, denn wenn Nona mit dem zufrieden ist, was sie hier erfährt, könnte es unseren Kontakt mit den Uchluf leichter machen. Aber was können wir wirklich von diesem Zwerg erfahren? Er scheint uns nicht mal wahrzunehmen. Ja, keine Ahnung. Huch, hier möchte ich hin. Koronir. Ich weiß nicht, was ich von diesem Zwerg halten soll, Tagador. Wo sind all seine Leute hin? Warum haben sie ihn zurück... Warum haben sie ihn zurückgelassen? Steht da so. Warum haben sie ihn zurückgelassen? Nicht zurückgelassen, sondern zurückgelassen. Und was kann er gesehen haben, was ihn so verwirrte? Frifgeier scheint gutherzig zu sein, und es wirkt, als ob Nah ohne ihn kaum eine Chance hätte, längere Zeit hier zu überleben. Aber irgendetwas stimmt mit den beiden nicht. Fortsetzen. Ja, dann sprechen wir nochmal mit Halbarad.
Ich habe nahest Geschwätz zugehört, Tagador, und ich glaube, ich könnte ein paar Teile seiner Geschichte zusammengesetzt haben. Ich glaube, er war einst ein Diener oder Freund von Troa, Großvater von Thorin Eichenschild, und dies war eines ihrer Heime im Exil. Troa ist nicht nach Erebor zurückgekehrt, doch es scheint mir, als hätte er sich auf eine weitere Reise begeben, bei der Nahr ihn begleitet hat. Seinen Worten nach glaube ich, dass sie sich in Gefahr begeben haben. Und da kommt jemand. Ihr, Zwerg, wo ist der Anführer dieses Orts? Ich fordere, mit eurem Anführer zu sprechen. Bring deinen zusätzlichen Becher, Herwin. Macht ihr euch über mich lustig? Tagaldor, was ist hier los? Nona hört ungeduldig zu, während ihr erklärt, wie die Situation in Zudrugund zu sein scheint. Ich will selbst Antworten haben. Mein Bruder war verändert, nachdem er hier war, und Nahr weiß warum. Er wird mir sagen, wieso, oder es wird ihm schlechter gehen. Was habt ihr meinem Bruder Vadu gesagt, als ihr hierher kam? War du? Ja. Er war ein mutiger Zwerg. Mein Bruder war kein Zwerg. Na, es ist fertig. Ich habe hier etwas für euch. Das Zeug hat ein starkes Aroma, nicht wahr? Auf eure Gesundheit. Mann, was ist mit meiner Stimme denn los? Oh, wer seid ihr? Wann seid ihr in meiner Halle, angekommen? Erzählt mir, was ihr meinem Bruder gesagt habt. Was habt ihr zu Vado gesagt? Achso, jetzt muss ich mit ihm hier sprechen. Nahr schüttelt seinen Kopf und atmet tief den Dampf ein, der aus dem Becher dringt. Vadu, den Namen kenne ich. Er ist zur Hauptader gegangen, wo der Klang hunderter Zwergenhämmer tief und dazu Drugund in der Luft hallte. Es ist merkwürdig. Ich erinnere mich, wie ich mit Vadu zwischen den großen drehenden Wasserrädern des alten Vaters lief. Aber ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Er ist doch nicht mehr dort unten, oder? Ihr erzählt nahe, dass Vadu getötet wurde. Nahrs Bart zerknittert und sein Blick wird finster. Ah, solch eine Schande. Er war äußerst mutig. Nicht wahr? Ich kann euch zur Mine bringen, wenn ihr das gerne möchtet. Ich gehe ebenfalls, Zwerg. Ich werde mit euch gehen, Tagador. Okay, dann wollen wir mal. Seid ihr bereit, in die Minen unter dieser Halle zu gehen? Sehr gut, ich bin bereit, euch den Weg zu zeigen. Mit Werkzeug und Zutaten, bla. Toller Tooltip. Kann man sehr gut lesen, weil der Ladescreen so schnell weg ist wieder. Naja. Nicht, dass es unbedingt schlimm wäre. Aber naja, egal. Wir sind nun tief unter der Erde, Tagador, und seit einer Weile drängt sich meinem Verstand ein Gefühl auf. Ich denke, irgendetwas hat uns beobachtet, als wir herabgekommen sind. Ich kann es nicht ausmachen, aber ich glaube, etwas Intelligentes hat unseren Weg von Zudrugund aus beobachtet. Und noch etwas gibt mir ein unwohles Gefühl. Wie viel von Frith Geyers Gebräu hatten Nahr bereits getrunken und wie viel bleibt übrig? Der Zwerg war für unseren Abstieg bei Sinnen, aber was passiert, wenn das Gebräu aufgebraucht ist? Das möchte ich lieber nicht erfahren. Ah, genau das Richtige. Nun hört auf, Zeit zu verschwenden und folgt mir. Wir sind beinahe da. Okay, dann wollen wir mal. Wie weit unter die Erde bringt uns dieser bringt dieser Zwerg uns? Warte, ich muss jetzt mal kämpfen. Seht, das große Rad des alten Vaters. Also das wahrscheinlich. Ich muss hier. Was ist denn hier los? Hilfe! Sind zu sicher? Fledermäuse. Ich bin bereit für den Kampf.
Hört das Geräusch dieser Hämmer. Macht weiter mit der ausgezeichneten Arbeit, Leute. Welche Leute denn? Welche Leute? Ich sehe keine Leute. Huch. Na toll, noch mehr Fledermäuse. Warum? Sehr seltsam. Warum greifen die Fledermäuse nah nicht an? Fragte Ella dann. Tja, na, das ist aber eine sehr schwierige, eine sehr gute Frage. Nicht schwierig, eine sehr gute Frage natürlich. Warum? Ich mag das nicht. Warum greifen die Fledermäuse dieser Höhle nicht den Zwerg an? Warum kann er einfach gefahrlos zwischen ihnen wandern? Wadu kam voller Angst und Unsicherheit in dieser Höhle. Was ist dir geschehen, dass er voller Mut herausgekommen ist? Mit Mut, der ihn in den Tod geführt hat. Je länger diese Reise andauert, desto mehr Fragen wirft sie auf, Tagador. Ich will wieder draußen sein, im Sonnenlicht. Aber ja, die Zöpfe eures Bartes sind heute besonders gut geflochten. Welches Bartes, wer, wo, wie, was? Ich verstehe es nicht. Okay. Es ist der Geruch des Gebräus, der die Fledermäuse davon abgehalten hat, nah anzugreifen. Wir sollten lieber hoffen, dass dem nicht so war, denn es scheint, als hätte er alles aufgebraucht. Ein paar Tropfen mögen verbleiben, aber der Geruch ist schon deutlich schwächer, als er war. Und es scheint, als würde er langsam wieder die Klarheit verlieren. Elladan schüttelt seinen Kopf. Vor uns liegt ein Tor und wenn ich irgendwas über Zwerge gelernt habe, gibt es zweifellos einen Hebel, mit dem wir es öffnen können. Findet den Hebel und kehrt zu uns zurück, Tagador. Dann gehen wir weiter. Ich fürchte, dass diese Reise bald als Fehlschlag enden wird, denn ohne einen Führer, der verständlich mit uns sprechen kann, gibt es wenig Hoffnung, dass wir hier unten etwas erfahren. Okay, ich soll jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, sozusagen. Die Frage ist nur, welche Hebel und wo ist überhaupt das Tor und keine Ahnung. Okay, ich glaube, ich habe das Tor gefunden. Tja, in meiner Torheit, ja, dann werde ich mich mal hier durchkämpfen, würde ich sagen. Das ergibt irgendwie Sinn. Ne? Und ein Höhlenklauenschläger. Der ist natürlich sehr nett zu mir, wie man sieht. Und außerdem gehe ich jetzt mal hier weiter. So. Okay. Lalalala. Ist jetzt alles nicht so herausfordernd, weil ich jetzt schon ein paar Stufen höher bin, aber naja, geht. So. Na komm schon, stirb, du elendes Viech. Stirb. Ich sagte stirb. Stirb. Endlich. Was haben wir denn hier schon wieder? Oh, das ist auch die beste Kameraperspektive. Ich habe schon wieder eine Tat. Okay, ich soll Gwieber töten und zwar 80 Stück. Nö, keine Lust. Kann wer anders machen. Tja, und jetzt? Ich muss mich wahrscheinlich hier durchkämpfen, um das Tor zu öffnen. Ich frage mich, wieso bauen die Zwerge hier hinten einen Hebel hin? Oder ist das... Ach, das ist ja ziemlich nah am Tor wahrscheinlich. Nein, nicht runterfallen. Wahrscheinlich ziemlich nah am Tor, so wie es aussieht. Aber warum? Warum sollte man ein Tor bauen und den Hebel zum Öffnen des Tores so weit hier oben verstecken? Das verstehe ich nicht. Vor allem muss es ja auch einen Mechanismus geben, der irgendwas... Naja, der die Kraft hat, irgendwie weiterleitet an das Tor, wenn du den Hebel betätigst. Sonst kann das Tor sich ja nicht öffnen. Verstehst du? Ne, ist irgendwie logisch. Würde ich jetzt mal behaupten. Tja, keine Ahnung. Schauen wir mal, wo der Hebel ist. Wahrscheinlich irgendwo weiter oben. So wie ich die Zwerge kenne. Oder dieses Spiel. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, die Zwerge würden an sich sowas nicht bauen. Das ist wahrscheinlich dafür gedacht, dass ich mich jetzt hier alleine durchkämpfen darf. Toll. Hey, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Tja, wow. Ja, habe ich denn überhaupt irgendwelche Themen, die ich ansprechen kann? Ja, weiß ich nicht. Tja.
Was haben wir denn für Themen? Sind nur erst 20 Minuten um, ne? Krass. Das gibt's doch gar nicht. Mir kommt das vor, als hätte ich schon eine... Huch, jetzt ruckelt doch nicht. Als hätte ich schon eine Stunde gespielt oder so. Und dabei sind noch nicht mal ganz 20 Minuten um. Oder doch? Nee. Naja. So, dann setzen wir mal alle Hebel in Bewegung.